Die folgende Sendung wird Ihnen präsentiert von Ortel Mobile. Einen wunderschönen guten Abend und recht herzlich willkommen zur Oriental Night. Liebe Freunde, die Dame, die heute bei mir zu Gast ist, auf der Couch sitzt und auf ihren Einsatz wartet, ist zertifizierte Badmanagerin und Baddesignerin. Schon mal was davon gehört? Ich auch nicht. Also ist auch für mich eine Premiere, denn Marie Strewe entwirft Bäder. Ja, also ich dachte mal früher, ich kaufe ein Haus, da ist das Bad schon drin. Oder auch, wenn mir langweilig ist, verändere ich das Bad nach meiner Lust und Laune. Muss man heute nicht mehr machen, dafür kann man Marie buchen. Das ist sehr spannend und darüber möchte ich mich heute Abend mit dir unterhalten. Ich möchte vor allem wissen, wie kommt man zu so einem Beruf und seit wann gibt es überhaupt den zertifizierten Badmanager? Und vor allem wollen wir euch auch zeigen, wie solche Designs entstehen. Also es wird auf jeden Fall, ich denke, eine sehr spannende Sendung und eine sehr unterhaltsame. Aber der erste Clip des Abends, der kommt jetzt. Wer kommt denn? Ach, Melody. Hören wir uns mal an. Ja, meine Redaktion findet manchmal so coole Songs. Ja? Kommt mir ein bisschen vor wie Britney Spears für Arme, aber kein schlechter Song, muss ich sagen. Dancefloor von Melody, Sadaka Ziss. Und herzlich willkommen, Marie. Schön, dass du da bist. Marie Strewe, jetzt musst du als erstmal die Frage, das ist die wichtigste Frage überhaupt, zertifizierte Baddesignerin. Bist du die Erste, die diesen Titel quasi trägt? Ich bin die Erste in Hamburg, die den Titel zertifizierte Badmanagerin trägt. Und auch die Erste, die das deutschlandweit selbstständig gemacht hat. Ja. Inzwischen gibt es noch ein paar mehrere, aber ich war Vorreiterin, zumindest was das betrifft. Ja. Wie kommt man eigentlich darauf? Also es muss ja irgendwas passiert sein, hast du gesagt, boah, keine Ahnung, du warst bei deinen Freunden zu Hause und hast gesagt, Mann, sieht das Badezimmer scheiße aus, weiß ich nicht. Leider nein, leider gar nicht. Es ist so, dass ich bin Werbetexterin, ich habe BWL und Marketing studiert und war in einer Agentur lange und hatte irgendwann die Nase voll vom Agenturleben und bin dann nochmal zum Studieren nach Berlin gegangen. Und habe mich dort schon das erste Mal selbstständig gemacht mit so einer ganz kleinen Kreativagentur. Und habe vorrangig mittelständische Handwerksunternehmen betreut. Und als ich mit dem Studium durch war, rief mich einer der Kunden an und sagte, Marie, du willst doch, wie ich dich kenne, zurück nach Hamburg. Ich habe einen Job für dich. Ich baue eine Badausstellung. Das war in der Lüneburger Heide. Mhm. Und das sollte eine Badausstellung mit Schwerpunkt barrierefreies Baden sein, also altersgerechte Baddesigns. Und er fragte mich, ob ich ihn das strategisch aufbauen möchte und die Leitung übernehmen möchte. Und ich habe ja gesagt und mich fest anstellen lassen. Und relativ schnell festgestellt, dass das als junge Frau in einem Job, der schwer männerdominiert ist, und das sind dann alteingesessene Handwerker, so, die sind alle echt eigen, gut drauf, aber eigen, dass ich mich da ein bisschen fortbilden muss, einfach um mich behaupten zu können. Und habe dann angefangen, nach Fortbildung und Weiterbildung zu suchen und bin irgendwann in einem Seminar gesessen, wo ich auch einen späteren guten Freund kennenlernte, der einen ähnlichen Werdegang hinter sich hatte. Und ich habe ihn angesprochen und gefragt, du, wie sieht's aus? Ich glaube, mir blüht was Ähnliches, was dir passiert ist. Hilf mir mal. Und er drückte mir eine Visitenkarte vom Verband Deutscher Sanitärwirtschaften an die Hand und sagte, hier, die haben eine Akademie ins Leben gerufen, geh da mal hin, ruf da mal an. Und das tat ich und bin dann an der sogenannten Badakademie gelandet. Ja, kein Scherz. Die gibt's wirklich? Ja, die gibt's wirklich. Die Badakademie? Mhm, ja. Hör ich zum ersten Mal, okay? Ging mir damals auch so. Und habe mich da ein bisschen schlau gemacht, mir den Unterrichtsstoff angeguckt und fand ganz schön, dass das eben nicht nur der kreative Part ist mit der starken Designlast quasi, sondern dass sie eben auch kombinieren, das technische Know-how damit einzubringen. Das heißt, sie wollten eigentlich, oder das Ziel dieser Ausbildung oder Weiterbildung war, ein Berufsbild zu schaffen, das quasi das Bindeglied zwischen dem Kunden, dem anspruchsvollen, dem designorientierten Kunden und dem Handwerker ist, der möglicherweise einfach nur seinen Job machen will und manchmal gar keinen Bock hat auf Kunden, die immer fragen und sagen und hier und da. Und ich bin halt so eine Labertasche und habe auch Spaß mit Leuten zu arbeiten. Und habe halt gedacht, okay, vielleicht ist das was. Und dann habe mir eben auf dieser Akademie das technische Know-how angeeignet. Weil wenn man Bad plant, man eben auch wissen muss, ob es funktioniert. Man kann die Toilette nicht überall hinstellen. Das wäre nämlich meine nächste Frage. Ja. Also Design, deshalb wahrscheinlich auch Badmanagerin, weil man wahrscheinlich so viele Sachen berücksichtigen muss. Richtig. Also im härtesten Fall umfasst so eine Badsanierung die Koordination von irgendwie 7 bis 10 Gewerken. Mhm. Es gilt, Bestellzeiten einzuhalten. Und ein Kunde möchte ja eigentlich auch, wenn ich ihm sage, ich bin in 3 Wochen hier wieder weg, möchte er am liebsten auch, dass ich wieder weg bin.
das passiert manchmal auch, dass es nicht klappt. Und der ein oder andere Kunde ist bestimmt auch mal böse auf uns. Aber es geht eben darum, dass man einen Ansprechpartner über die gesamte Bauphase hat, dass man einen hat, der quasi die Zügel in der Hand hält, der den Überblick hat, beziehungsweise der weiß, an welcher Stelle er dann eben auch die Klappe zu halten hat und zu übergeben hat. Wie sehr ist bei einem Entwurf, also den du dann für deinen Kunden machst oder für die Leute machst, die vielleicht ihr Badezimmer verändern wollen, wie sehr ist der Entwurf nur kundenorientiert oder bist du jemand, der sagt, oder der versucht vielleicht auch die Kunden davon zu überzeugen, lass mich mal machen, ich mache schon was Schönes. Also wie verbindet diese, funktioniert diese Verbindung? Weil ich bin auch zum Beispiel ein eigener Mensch. Ich sage, ja, aber ich will das Badezimmer unbedingt so haben. Aber du sagst, ey, das funktioniert aber nicht. Ja, also klar, die technischen Voraussetzungen sind das A und O. Wenn du sagst, du willst das so und ich sage, das geht nicht, weil dir sonst die Hütte über dem Kopf zusammenbricht, dann wirst du dich dem fügen müssen oder dir ein neues Haus kaufen müssen oder bauen. Aber tatsächlich ist es so, also ich arbeite so, dass ich den Ersttermin immer vor Ort mache, immer auf der Baustelle. Ich gucke mir das alte Bad, das, was es zu modernisieren gibt, immer an und spreche mit den Leuten, die mich da zu sich bestellt haben. Und finde relativ schnell raus, was die schön finden. Ich meine, man kann ja mal ins Wohnzimmer gucken, mal einen Blick, ne, im Hauseingang sieht man, was so deren Style ist, wie die sich gern einrichten, welche Farben sie schön finden, ob sie eher gediegen, ne, so zeitlos gestaltet sind so von der Einrichtung oder ob sie mutig sind, auch was Farben betrifft. Und es gibt schon viele Anhaltspunkte darüber, wie so ein späteres Bad aussehen kann. Und der zweite Punkt ist ganz klar, das, was du jetzt toll findest, ist der eine Aspekt. Und was wir eben niemals vergessen dürfen, ist, so die Statistik sagt, wir sanieren ja alle 20 bis 30 Jahre. Das heißt, ich... Alle 20 bis 30 Jahre? Richtig. Viel häufiger gehen die Deutschen. Aber das ist ganz schön wenig. Also es wird, das Intervall wird kürzer, aber sehr viel kürzer gehen die Deutschen nicht an ihre Bäder ran. Das sagt einfach die Statistik, so blöd das klingt. Deshalb sehen auch die meisten Bäder, wenn man umzieht, langweilig aus. Und genau das ist eben auch mein Job, dir dann an dem Punkt zu sagen, du, ist cool, dass du das jetzt so klasse findest, aber überleg mal, eine Wanne auf eine oder die Toilette, den Thron auf ein Podest zu stellen mit 17 Stufen hoch, kannst du da in 20 Jahren noch hoch? Wenn deine Oma zu Besuch kommt, kann die da noch hochkrabbeln? Oder wollen wir daran denken, dass da vielleicht auch andere Dinge passieren in den nächsten Jahren, die einfach relevant sind, die bei der Planung berücksichtigt werden müssen? Und das ist nicht nur das Alter, das können auch Nachwuchs sein oder eine Krankheit, ne? Wir werden uns gleich mal einige deiner Exemplare mal anschauen, also genauer inspizieren. Wir haben dann nämlich einige Bilder von dir bekommen, aber das Ganze nach der musikalischen Unterbrechung. Ayhan Demir kommt jetzt und danach schauen wir uns mal so einen Entwurf mal aus der Nähe an. Gerne. Ayhan Demir, Mr. Smoking Man, war eben gerade am Start mit Bir Sen Signal. Du bist die Einzigartige, die einzig Wahre. So, und die einzig wahre Bartkünstlerin ist Marie Strewe. Wenn ihr noch weitere Informationen möchtet und euch vielleicht einen Eindruck holen möchtet, gerne auf werkraum-bad.de. Da gibt es auch die weiteren Informationen. Wir haben einige Bilder mitgebracht. Marie, beziehungsweise du hast uns eine Bilder geschickt. Wir haben da so eine kleine Bilderstrecke zusammengebaut. Und dann kannst du unseren Zuschauern einmal erklären, wie überhaupt sowas aussieht, damit wir ein Gefühl oder beziehungsweise auch die Zuschauer mal ein Gefühl dafür bekommen. Ja, klar. So, was haben wir denn da? Gucken wir mal. Wir sehen hier das Vorherbild. Ein klassisches Dachgeschossbad aus den 80er, 90er Jahren, würde ich sagen. Also auch hier wieder der Rhythmus, ne? 20, 30 Jahre und dann geht es dem Bad an den Kragen. Wir haben eine Wanne, wir haben eine Dusche, wir haben ein WC und einen Waschplatz. Weiß, schwarz und spektakulär. Und der Wunsch des Kunden war, das Ganze wohnlicher, wärmer und ein bisschen organischer zu gestalten. Und das ist jetzt mein erster Entwurf dazu. Also an sich ist alles so geblieben. Wir hätten rechts in der Ecke, sieht man jetzt auf dem Bild, nicht die Dusche, das WC, die Wanne erhalten und einen schönen Waschplatz. Eine Frage, ist das wirklich von Hans skizziert? Nein, ne, ist am Laptop heutzutage, oder? Ja, das ist, ein 3D-Planungsprogramm. Ich weiß nicht, vielleicht nimmst du dir halt die Zeit und malst das auch die ganze Zeit. Ich weiß nee, das nicht. Nee, das wäre... Zu aufwendig. Naja, vor allem für den ersten Entwurf. Ne? Stimmt. So, und da hinten sehe ich noch so einen Wasserfall. Ja, der Wasserfall. Ah, wir haben Glaspaneele. Ach, das sieht man nachher auch noch bei den nächsten Bildern. Wir haben Glaspaneele in die Dusche gebaut. Komplett fugenlos eine Glaswand, wo ein Wasserfall hinter war. Das Bild konnten sich die Kunden selber aussuchen. Genau. Der Waschplatz ist eine komplette Tischleranfertigung. Und eben, ne, hier sieht man das auch ganz schön auf dem Bild. Wir haben halt die runden Ecken, also die organischen Formen. Und das ist jetzt nach der Umsetzung. Wir haben komplettes
ein komplett fugenloses Bad. Das ist komplett mit Spachteltechnik. Da ist nicht eine einzige Fliese verbaut in der ganzen Nummer. Hier mit den Stell- und Dekorationsnischen, mit der Beleuchtung. Und hier haben wir den Waschplatz. Der ist eine komplette Tischleranfertigung, also extra eingepasst da in die Ecke. Und der Clou bei dem Ding ist, dass die Waschtischplatte im gleichen Material gespachtelt ist wie der Fußboden. Also auch da komplett vor. Echt? Ja. Cool. Witzig, hier an der Wand, ihr seht diese ovale Wand vom Waschplatz, da ist eine Heizung drin versteckt. Wir haben quasi die Schleifen der Fußbodenheizung in die Wand gezogen. Und die Wand strahlt jetzt ab. Da ist später noch ein Handtuchhalter rangekommen, sodass die Handtücher quasi vor der Wand trocknen. Also wenn mir kalt ist, kann ich mich auch in so eine Wand stellen. Ja. So abschrubben. Ein bisschen schubbern, wie Balu der Bär. Genau. Genau, ja. Und wie lange brauchst du dann für so ein Bad? Ach, guck mal, da hinten sieht man das nochmal, ne? Mit dem Wasserfall. Genau, das ist der besagte Wasserfall. Ihr seht, das Duschpodest schwebt. Das ist in den Fällen, in denen man eine bodengleiche Dusche nicht ausarbeiten kann, einfach weil das abflussmäßig der Bodenaufbau das nicht zulässt, arbeiten wir gerne mit Podesten, die wir schweben lassen. Weil das zum einen richtig stark aussieht, also quasi aus der Not eine Tugend gemacht. Auch die Dusche ist komplett gespachtelt, da ist auch keine Fliese drauf. Genau, und dann der Wasserfall. Das Bild hat sich der Kunde, wie gesagt, selber ausgesucht. Und da kann man alles hintermachen. Da kannst du auch, weiß ich nicht, dein Opa, dein Hund, dein Auto, was du willst, in die Dusche machen. Genau. Ja, ich hätte auch gerne mal so ein Bad. Ja. Wäre doch gar nicht so schlecht. Ja, vielleicht können wir da was machen. Was denn? Weiß nicht, ich kann dir doch auch eins planen. Ja, wann denn? Schnippst du mal im Finger. Ich glaube, dein Wunsch könnte jetzt in Erfüllung gehen. Verarsch mich gerade, ne? Dann schnippst doch einfach mal. Probier's doch mal aus. Schnippen. Okay. So, jetzt stehen wir im Badezimmer bei Bero. Marie, vielen Dank dafür als erstes Mal. Sieht cool aus. Wir stehen sogar nicht nur im Bad. Entschuldigung. Bero, wir stehen zusammen unter der Dusche. Das darf man nicht missverstehen in diesem Falle. Wie hast du das Bad jetzt vorgestellt hier? Ja, also erstmal in der Dusche. Ja. Ich habe dir eine Sitzbank eingeplant. Okay. Weil ich dachte, na, man wird ja nicht jünger. Vielen Dank. Oder zum Beine rasieren. Weiß ja nicht. Okay. Man weiß es ja so nicht. Außerdem habe ich mir überlegt, hier siehst du das Fenster in der Wand. Mhm. Auf der anderen Seite des Fensters steht die Badewanne. Da stehen auch deine Shishas. Kannst du dich schön reinlegen. Auch entspannt. Shisha rauchen, durch das Fenster in die Dusche gucken. Ich habe nämlich gehört, du hast deine höchst attraktive Freundin. Ich könnte mir vorstellen, du magst das, sie beim Duschen zu beobachten. Außerdem, na, alles, ne, passend zur Sendung. Zum Glück kommt die Sendung um 23 Uhr, kannst du mir glauben. Hey. Was denn? Ja, ich sag ja nichts. So, aber du hast schon mal richtig angedacht mit den zwei Waschbecken. Ja. Finde ich super. Ja. Weil das ist immer ein Streitpunkt morgens zwischen Mann und Frau. Naja, der Mann. Immer. Ja, und vor allen Dingen kann man dann auch das mit dem Reinigen regeln. Der sich da rasiert, hat auch das Waschbecken sauber zu machen, das voller Bartstoppeln ist. So sieht das aus. Mhm. Letzte Frage, was würde ungefähr so ein Badezimmer Pi mal Daumen kosten? Kommt ja immer auf die Substanz an, mit der wir loslegen, ne? Was da vorher war, wie viel wir umbauen müssen. Aber ein Bad dieser Art, gehen wir mal davon aus, ne? Der Teppich ist echt Kamelhaar geknüpft, geklöppelt, keine Ahnung, alles echt goldblatt vergoldet. Fliesen eingeflogen aus dem Orient, extra für dich. Naja, ein Bad der Größe, das kann schon 30.000, 40.000 Euro kosten oder noch mehr. Also nach oben sind da keine Grenzen gesetzt, tatsächlich. Alles klar, deswegen muss ich jetzt erst recht in die Werbung abgehen, weil ich muss das Geld verdienen. Geht ja nicht anders. So, nach der Werbung sind wir wieder zurück im Studio und werden natürlich das Gespräch hier weiterhin vertiefen. Willkommen zurück aus der Werbung. Liebe Freunde, das Thema am heutigen Abend weiterhin Bad Design. Es gibt ja zwei Orte, die ich ja in einer Wohnung extrem für wichtig erachte. Das ist einmal wirklich die Küche. Ich liebe gute Küchen. Also und das Badezimmer. Das sind eigentlich so die zwei Räume. Die sind für mich sogar wichtiger als das Wohnzimmer. Ich weiß nicht warum, aber ist so. Und da wundere ich mich, dass du noch nicht darüber nachgedacht hast, dass es Leute gibt, die sich einen Job suchen, der sich mit genau diesen Räumen befasst. Macht doch Sinn dann, oder? Definitiv. Mhm. Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Aber wenn man es liest, denkt man trotzdem so, okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass man dafür auch zertifiziert werden muss oder so. Man muss nicht. Ach so. Du kannst auch Bäder verkaufen ab morgen, wenn du möchtest. Bedo. Das ist doch eher ein Zungenbrecher. Will keiner mehr ein Bad haben von mir. Ja, gut. Wie lange machst du das jetzt schon allgemein? Also jetzt selbstständig? Ich bin jetzt, also selbstständig bin ich jetzt 4 Jahre dabei. Mhm. Und davor 1,5 Jahre angestellt. Also ich bin im 6. Jahr quasi.
Wie kann ich mir so einen ersten Ablauf vorstellen eigentlich? Also das heißt, irgendjemand, man findet dich oder man sucht dich, zum Beispiel über das Web, und sagt, Frau Schriewe, ich möchte gerne ein Badezimmer haben. Wie läuft das chronologisch ungefähr ab? Wie gesagt, ich fahre dann raus, ich gucke mir das Bad an, ich mache ein Aufmaß, ich höre mir an, was die Leute sich wünschen, ich gebe Feedback, was aus meiner Sicht umsetzbar ist, und frage danach, wie viel Geld sie ausgeben möchten. Da kommen wir zur richtigen Frage. Geht es auch andersrum? Kann ich auch sagen, Frau Schriewe, ich habe nur 5.000 Euro? Für 5.000 Euro können wir eine Teilsanierung anstreben, aber eine Komplettsanierung bekomme ich für 5.000 Euro nicht in der Güteklasse umgesetzt, nein. Ne, man darf nicht vergessen, da sind irgendwie 3 Wochen am jeden Tag Jungs auf der Baustelle, Mädels, die da ackern. Ich finde, die sollen auch vernünftig dafür entlohnt werden, dass am Ende so coole Bilder dabei rauskommen. Und allein, wenn man die Arbeitszeit zusammenrechnet und dann den Stundensatz multipliziert, da sind die 5.000 Euro schon weg. Und zwar einfach so. Also nein. Vielleicht reicht mir auch eine Baustelle zum Duschen. Ja. Ja, das ist ein, ja. Oder ein Plumpsklo. Ich kann auch das Klo weglassen. Für 5.000. Bei mir war kein Klo. Für 5.000 Euro grabe ich dir ein Loch im Garten und lege dir einen Balken drüber. Deal? Ich hatte aber auch kein Klo eben gerade. Ja. In meinem Badezimmer. Nein, ich wollte dir keine Toilette ins Studio planen. Ach so. Ich meine, dann musst du ja den ganzen Leuten aus der Regie dabei zugucken, wie sie. Ich weiß nicht, ob du das willst. Ach so, ja, du hast recht. Du hast recht. wenn man so ein. Ich frage mich ja mal, ich denke vielleicht ein bisschen zu quer. Aber was ist, wenn jemand, wenn du für jemanden, sagen wir, ein Badezimmer gemacht hast, der dann wirklich im Nachhinein sagt, gefällt mir gar nicht? Ist das schon mal vorgekommen? Nein, also das wissen wir ja zu vermeiden. Der gesamte kreative. Ja. Der kreative Prozess, der Planungsprozess, der findet ja nicht nur in meinem Kopf oder in meinem Computer statt. Das ist ja ein Austausch, also ne, so nachdem ich dort war und in etwa weiß, welches Budget ich zur Verfügung habe. Ich muss das Budget wissen. Ne? Du guckst so, ja, Geld, nein, es ist einfach so, ich kann Fiat Punto planen oder ich kann Lamborghini planen und ich muss von dir wissen, was in welche Richtung ich gehen soll. Und wenn ich das in etwa weiß, dann mache ich einen Grobentwurf. Plan die Dinge ein, die rein baulich relevant sind und kalkuliere die durch. Das heißt, ich mache so eine erste Budgetfindung. Den ersten Entwurf und die Budgetfindung stelle ich meinen Kunden vor. Und wenn die Kunden sagen, Budget abgesegnet, Entwurf gute Richtung, dann geht es im nächsten Schritt in das Feintuning quasi. Mhm. Also dann gehen wir zusammen los und gucken Materialien aus, gucken Farben aus, schauen uns andere Räume an, schauen uns Bilder von Wohnzimmern, von Küchen, von, weiß ich nicht, Garagen an, wenn sie denn hübsch gestaltet sind. Einfach als Inspiration. Und alles, was dann irgendwie im Zuge des kreativen Prozesses gut gefallen hat, wird am Ende irgendwie, ich sag das immer ganz gerne, ich komme mir dann vor wie so eine Zauberin, wie so eine Hexe, die vor ihrem großen Kessel sitzt. Ich schmeiß dann die ganzen Zutaten in meinen Zaubertrank und am Ende, so wie du gerade, kommt das fertige Bad bei raus. Was war so das Ausgefallenste, woran du dich erinnerst? So richtig, wo du sagst, ey, da muss man ja verrückt sein oder krank sein. Keiner, also positiv im Sinne. Die Hamburger sind nicht verrückt und auch nicht krank. Meine Echt? Kunden, nein. Wir sind langweilig? Ach, um Gottes Willen. Und das stimmt niemals. Ich bin selber Hamburgerin. Also, ich würde doch nicht behaupten, dass wir langweilig sind. Nein, wir sind super. Aber man darf keine halt nicht Ahnung, wollte jemand schon mal ein goldenes Klo mit Diamant-Swarovski-Stein? Nee, du bist der Erste, der sich das wünscht, tatsächlich. Ich wollte schon immer mal ein goldenes Klo haben. Nein, also tatsächlich ist es so, da spielen ja ganz viele Faktoren eine Rolle. Ich habe es schon gesagt, alle 20 bis 30 Jahre. Und dann reden wir halt auch über über fünfstellige Beträge. Ja? Mhm. Das heißt, man überlegt sich doch schon zweimal, ob man da jetzt irgendwie einen abgefahrenen Quatsch plant und umsetzt. Und keine Ahnung, rückwärts mit dem Ferrari neben der Wanne einparken kann. Oder ob man sagt, okay, Wir bleiben zeitlos, wir bleiben so, dass wir davon ausgehen, dass wir uns das nicht in 5 Jahren übergesehen haben, sondern wir planen Bad für den Immobilienerhaltungswert, wir planen Bad dafür, dass unsere Kinder das vielleicht irgendwann nochmal schön finden. Da gibt es so viele Gründe, Bad eben nicht extravagant und völlig abgefahren, sondern doch eher dann mit dem Auge der Vernunft ein bisschen zeitlos und ein bisschen langfristiger zu planen. Das ist eher so das, was passiert. Heißt jetzt Übersetzung für unsere Zuschauer, die Hamburger sind langweilig und spießig. Ja. Ja. Achso. Oder einfach gediegen. Nein, sind sie nicht. Sind wir auch nicht. Sag nicht okay. Sowas. Du kommst nicht aus Hamburg, ne? Ich bin ein Hamburger Jung durch und durch. Der nächste Clip des Abends, der steht jetzt an. Und dann wir diskutieren währenddessen schon mal weiter, was Hamburger ausmacht. Der Udo kommt. Ne, Münir Sabet. Bitteschön.
Ja, ich bin gerade ein bisschen irritiert. Das ist quasi die Nacht der Doppelgänger, haben wir das Gefühl. Die sieht aus wie Katy Perry. Ja, wir hatten schon Britney Spears Lookalike. Jetzt sind wir bei Katy Perry. Mal schauen, was noch alles so auf uns heute Abend noch zukommt. Bin echt gespannt. Wenn man so pingelig ist wie die Hamburger. Ja. Hast du gesagt, eben während der Clip lief. Ja, ja, so, du darfst Moderatoren niemals Futter geben. Hm. Merkst du, ne? Hm. Wie sieht eigentlich dein Badezimmer aus? Ich wohne zur Miete. Nein, die Wahrheit ist, also ich wohne tatsächlich zur Miete. Das heißt, ich habe nicht viel Einfluss nehmen können auf mein eigenes Bad. Ich dekoriere ganz gerne, aber mehr mache ich auch nicht. Ich werde das die eigenen Vermieter nicht überzeugen können? Das ist meine Mutter. Deine Mutter ist echt deine Vermieterin? Ja, meine Mutter ist meine Vermieterin. Das heißt, das sind zwei schwierige Themen. Mhm. Deinem Vermieter und Mutter. Ja, Vermieter und Mutter und Bad. Und nein, es ist nicht schwierig, aber es ist wie es ist. Und das Bad war fertig. Und auch für die liebe Tochter macht man da keine Ausnahme und reißt die ganze Hütte nochmal aus. Auch wenn ich drum gebeten habe, tatsächlich. Aber hast du aber? Naja, klar. Okay. Naja, klar, aber sie wollte nicht. Nein. Wie sieht man, also ich werde das ja oft gefragt. Mhm. Wie sieht denn dein Traumbad aus? Ich renne dann schreiend im Kreis und aus dem Raum raus. Mein Job ist es, für meine Kunden die Komplexität zu reduzieren. Um das gut machen zu können, muss ich einen Überblick über all das haben, was am Markt los ist. Bedeutet, ich für mich bin völlig unfähig, ein Bad für mich selbst zu planen. Das ist total unmöglich. Weil ich bräuchte ein Bad, wo man die Wände immer umdrehen kann und jeden Tag umgestalten kann, damit ich alles einmal irgendwie ausprobiert habe. Das ist genau der Schuster, der immer ein Loch im Schuh hat. Ja, richtig. Aber irgendwie seine Schuhe nie heile Schuhe hat. Oder der Schneider, bei dem immer, keine Ahnung, ein Knopf fehlt und keine Zeit und Lust hat, einfach den Knopf zu nähen. Ja, so ist es aber, wirklich. Ist so. Und so, deswegen hat auch die Marie keine Lust auf ein eigenes Badezimmer. Ich habe ein Bad, ich habe nicht den. Das habe ich auch nicht gesagt. Eigen Design, meinte ich. Du, okay. Also ich hoffe, dass du ein Badezimmer hast, sonst wird es problematisch, glaube ich. Ja. So, wir haben hier noch eine kleine Bilderstrecke. Von Marie, so eine zweite Idee oder ein zweiter Entwurf. Bitte schön. Hier haben wir wieder die Vorherbilder. Vorherblick in den WC-Raum. Vorherblick, also rechts ist es die Dusche, die alte. Und wenn man nach links guckt, da ist dann der Waschplatz. Und das ist jetzt tatsächlich nicht am Computer, sondern das ist mal eine Handskizze von mir, wie die neue Dusche aussehen soll. Oh, cool. Dort wird sie hingebaut werden eines Tages. Das ist jetzt nochmal der Blick ins WC nachher. Also die Kunden mochten Türkis und wir haben gedacht, dann gehen wir mal in die vollen. Und haben hier auch so richtig 80er Jahre lang mit Glasbausteinen gearbeitet. Finde ich cool. Und das ist jetzt quasi die Handskizze, die wir eben gesehen haben, einmal in umgesetzt. Die Bank kann man aufklappen und dann sind da Handtücher drin und auch fugenlos gespachtelte Dusche. Hm. Der Waschtisch auch eine Tischlerinfertigung. Haben wir auch runde Ecken gemacht am Waschplatz, damit das war tatsächlich ein Bad, das altersgerecht sein sollte, beziehungsweise vorausschauend geplant sein sollte. Und haben dann eben auch am Waschplatz die Ecken abgerundet, damit man da nicht gegenläuft, sich nicht stößt und solche Sachen. Was ist so dein Zielpublikum? Sind das eher so jüngere Leute, die sagen, ich finde so stylisch Badezimmer cool? Oder sind das so ältere Menschen? Weil du immer sehr oft auch das Wort altersgerecht auch in unserem Gespräch hier fällt. Altersgerecht fällt deshalb oft, weil das tatsächlich eins der häufigsten Argumente ist, ein Bad zu sanieren. Das heißt, und es ist natürlich auch, wahrscheinlich ist es auch der persönlichen Entwicklung geschuldet, dass einfach so man mit 40, 50 dann darüber anfängt nachzudenken, wann mache ich das nächste Mal das Bad, mache ich es überhaupt nochmal und worauf achte ich denn jetzt schon? Die Wahrheit ist, dass richtig junge Leute in der Regel nicht das Budget mitbringen oder eine Eigentumswohnung haben oder ein Haus bauen, um sich da dann auch schon entsprechend umfangreich das Bad umzugestalten. Also klar sind da auch Leute in meinem Alter und ein bisschen jünger dabei, in der Regel aber doch eher so Kinder aus dem Haus, alles ist abgewohnt. Die sind jetzt zum Studieren in sonst wo und haben ihre kleinen WG-Zimmer. Und jetzt hauen wir um den Putz und machen alles richtig schön. Und wenn sie am Wochenende zu Besuch kommen, sind sie neidisch. So in die Richtung eher. Und das sind tolle Kunden, weil die halt ziemlich genau wissen, worauf sie Bock haben, ziemlich genau wissen, was sie schön finden, was sie brauchen und auch echt dankbar sind, wenn man da noch mit neuen Ideen kommt. Das macht am meisten Spaß eigentlich. Wenn jemand das erste Mal bei dir mal anklopft und sagt, ich habe da eine Idee und wirklich jetzt mit einem Budget kommt, wo sagst du, müsste eine gesunde Untergrenze sein, damit man das ja auch weiß, damit man auch sagt, okay, wenn ich die Dame schon anrufe, dann muss ich aber wissen, keine Ahnung, ich habe Summe X schon mal auf dem Konto,
was mir nicht weh tut, dass ich es ausgebe. Ja? Also um bequemen Bart neu zu gestalten und dafür Sorge zu tragen, dass es nicht genauso aussieht wie vorher, vielleicht auch ein bisschen dieser Wellness-Charakter reinkommt. Also 20.000 Euro musst du schon mitbringen. Und okay, da ist das Bad dann auch nicht 50 Quadratmeter groß und da hängen dann auch nicht irgendwie goldene Kronleuchter von den Decken. Aber dann hast du ein solides, handwerklich gut umgesetztes Badezimmer. Krass. Das heißt, du hast 20.000 Euro und denkst, Badezimmer, Auto, Badezimmer, ach, ich hole mir Cabrio, geht duschen auch so. Genau, richtig. So ungefähr. Ja, und Kofferraum, naja, weiß ich nicht. Man ist flexibel und im Kofferraum. Ja, ich lasse das jetzt. Campingklo im Kofferraum. So, wir müssen ganz kurz Werbung machen, liebe Marie. Und danach bist du nämlich dran, denn die Challenge steht an. Das heißt wieder, Quizzen ist angesagt und dann wird auch noch am Rädchen gedreht. Das Ganze nach einer kurzen Werbeunterbrechung. Willkommen zurück bei Oriental Night. Also, es ist wieder Challenge Time. Das heißt auch für dich, liebe Marie, du musst dich selbstverständlich dich unserem Quiz stellen. Das heißt für dich, unten oder oben, also auf jeder Karte stehen 15 Fragen. 90 Sekunden haben wir gleich Zeit, uns gegenseitig die Fragen zu stellen, natürlich am Stück. Mhm. Du hast ja, glaube ich, auch diese schon mal Quizrunden angeschaut. Mhm. Ich habe gehört, du hast schon das mega Quiz mit dem Orgasmus, ja? Ja, klar. Komischerweise hat das jeder gesehen, ne? Ja, lieben Gruß an Stanislav, ja. Orgasmus statt Organismus, also kann passieren. Die Antwort wäre Parasit gewesen übrigens. Ich weiß noch nicht mal, was die Frage war, ehrlich gesagt. Ach so, Organismus, stimmt, ja, wo du recht hast, hast du recht. So, du darfst jetzt aussuchen, oben oder unten? Oder? So. Schnick, schnack, schnuck, der Gewinner fängt an und stellt als erster die Frage. Okay. Herzlichen Glückwunsch, Marie. Das heißt, du darfst als erstes stellen. Hier ist ein Kugelstift, falls du mal Häkchen machen willst. Also ich habe gehört, heute wird das Quiz sauschwer. Das heißt, viel wird das nicht. Und der Verlierer, du weißt, drehen, Rädchen und trinken. Boah, letzte Woche hatte ich Öl und irgendwas. Boah, letzte Woche war schlimm. Glaube ich, das war letzte Woche, glaube ich. Entschuldigung, Marie. Ja, die Zeit läuft, glaube ich. Also einfach von oben runter? Von oben nach unten, runterrattern und dann versuche ich mal, irgendwas zu beantworten. Mhm. Okay. Durch welche Krankheit wurde im Mittelalter fast halb Europa entvölkert? Pest. Jawohl. Welcher Straftatbestand wurde zum 1. Januar 2018 in Deutschland abgeschafft? Weiter. Wie heißt die Deutsche Institution für musikalische Aufführungs- und Vervielfaltigungsrechte? GEMA. Solltest du wissen. Welcher Schwimmstil wird beim Langschwimmen als letzter geschwommen? Kraulen. Sanssouci ist ein Schloss in Potsdam. Was bedeutet Sanssouci übersetzt? Ohne Sorgen. Mhm. Wie viele Berge mit einer Höhe von über 8000 Metern gibt es weltweit? 7. Ja, doppelt so viele. Wie viele geschlechtsreife weibliche Tiere in einem Volk der Honigbienen gibt es? 1. Welche Amtssprache hat die Republik Mali? Französisch. Wie heißt das Haus von Pippi Langstrumpf? Kunterbund, Villa Kunterbund. Aus was kann man, laut einem alten Volksglauben, die Zukunft wahrsagen? Aus einem Glas, Glaskugel, Glaskugel. Stimmt auch, ja. Welche Firma hat den Eierlikör erfunden? Ach, weiter, Udo Lindenberg. Ei, verporten. Udo Lindenberg fällt mir mal ein. Ja, der hat ihn auch erfunden. Welcher Sport ist seit dem Jahr 1953 der offizielle Nationalsport Argentiniens? Ja. Ich würde ja gerne Fußball sagen. Nee, das haben die sich in der Regie ausgedacht hier, das gibt's Tango nicht. Dann? Ja, Tango. In welchem Bundesland liegt Augsburg? Warte, das weiß ich. Scheiße, war das Baden-Württemberg oder Bayern? Bayern. Mhm. Was für ein Tier ist ein Bonobo? Ein was? Was für ein Tier ist ein Bedo? Ein Bonobo. Ein Hyper-Modus. Keine Ahnung, was ist denn das Bonobo? Ein Affe, Bonobo-Äffchen. Ach so, ein Äffchen. Ja, und die letzte Frage wäre gewesen... Was war... Hättest du nicht gewusst. Was war die? In welcher Stadt findet alle zwei Jahre die Automobilmesse IAA statt? In Genf. Frankfurt. Also was war in Genf? Ja, wurscht. Auch ein Automesse. Okay, wie viele Fragen habe ich richtig beantwortet, Marie? Du wusstest die Pest, du wusstest die GEMA, du wusstest ohne Sorge, du wusstest, dass die Königin die einzige Biene ist, du wusstest, dass auf Mali Französisch gesprochen wird, du wusstest, dass Pippi in der Villa Kunterbund wohnt und du wusstest, dass Augsburg in Bayern liegt. 7. Echt nicht mehr? Nein. Verdammt. Ehrlich? Leider. Du flunkerst nicht, ne, Marie? Doch, ich flunker. Aber wirst du ja nie erfahren. Naja, schauen wir mal. 7. 7 sind zu schlagen, ja, liebe Marie. Ich nicht, okay, Ahnung. Let's rock and roll.
Aus welchem Land stammt die Comicserie Asterix und Obelix? Belgien. Wie werden Fältchen im Augenbereich umgangssprachlich genannt? Lachfalten. Was ist Flutschfinger? Ein Eis. Wodurch werden laut EU-Kommission die meisten Brände mit Todesfolge ausgelöst? Marie stolpert im Studio, reißt alles runter, Kameras gehen in Flammen auf. Keine Ahnung. Wie heißt die Mafia-Familie im Film? Der Pate. Und weiter. Echt nicht? Hast du das nie geguckt? Ja, was ist bei Männern der Adonis-Komplex? Ja, da geht es irgendwie um Körper, weiß ich nicht, irgendwas. Wie heißt die südlichste Küstenregion in Portugal? Algarve. Welche Insel ist flächenmäßig die größte deutsche Insel? Usedom, Amrum, weiß nicht. Wie hieß die Affäre, die Richard Nixon 1974 zum Rücktritt von seinem Amt veranlasste? Blablabla-Affäre. Mhm. Fluss. Nein. In welchem Land befindet sich die Hafenstadt Split? Kroatien. Wer war der erste afroamerikanische Schauspieler, der einen Oscar für eine Hauptrolle gewann? Weiß ich nicht. Welcher Bundesstaat ist seit 1959 der 50. Bundesstaat der Vereinigten Staaten? Honolulu. Ja. Komm. Hawaii. Jo. Zu welchem Staat gehört die Insel Martinique? Karibik wahrscheinlich. Frankreich. Also, aus welchem Land stammt die Comicserie Asterix und Obelix? Fast. Wäre Frankreich. Das andere Krähenfüße. Die Augen. Krähenfüße, achso. Wassereis war richtig. Das andere Brände, Zigaretten. Tatsächlich. Und das andere Don Corleone. Natürlich. Ja, nee. Muskelsucht, Adoniskomplex. Algarve war richtig. Rügen wäre die größte deutsche Insel. Und guck mal, das mit Nixon, aber ich sag's immer, ne, es hat was mit Zeit zu tun. Watergate-Affäre. Ich hätte Watergate gesagt, aber dann hast du Fluss gesagt. Ja, ich wollte nur hinweisen, Water, Wasser, ich wollte dir nur helfen, Mann. Ja, aber Water, Wasser, Fluss. Mississippi-Affäre gab's nicht. Ich bin ja fast wie bei Wer wird Millionär Günther Jauch. Ich wollte ihn nicht durcheinander bringen. Eigentlich. Doch, wolltest du. Kroatien war auch richtig und Hawaii hast du gesagt, ne? Mhm. 1, 2, 3, 4 richtige. Ja, abgelost. Wer ist der Onkel von Donald Duck? Dagobert Duck. So, 5 richtige. Wie heißt der Flughafen von Amsterdam? Weiß ich nicht. So, 6 richtige. So, das war knapp. 7-6, das war sehr knapp. Richtig knapp, ja. Ja, du darfst jetzt am Rädchen drehen, weil du verloren hast. Und dann musst du das tun, was das Rädchen dir sagt. Was auch immer. Aber heute ist Weltfrauentag. Nee, am Tag der Ausstrahlung ist Weltfrauentag schon längst vorbei, mein Liebe. Verdammt. Das ist vorbei. Dann ist wieder Weltmännertag wie jeden Tag. Nein, nicht wie jeden Tag. Bitte trink mit mir, bitte. Zum Glück. Muss ich okay, du darfst machen, ja ne? Die 4. Ja. Und jetzt musst du die 4 mit 1, 2, 3, 5 oder 6 mischen. Wieso denn die 4? Weil da steht, die 4 in eine freie Auswahl mischen. In den Tee. Mhm. Dann mische ich die 4 mit der 3. Die 4 mit der 3. Mhm. Alles klar, Ski, Herr Donarski. Ich meine, sieht beides verdammt durchsichtig aus. 3 und 4. Alter Schwede. Was ist das? Tequila. Mit Wasser. Ja, immerhin. Komm, immerhin kannst du es verdünnen. Ja. Du musst nicht nervös werden, bis jetzt Marie. Also für den. Nee, das ist jetzt. Das ist, ich freue mich so auf den Tequila. Ja, Sollten meine Freundinnen das jetzt sehen, werden sie wissen, dass das Einzige ist, was mich hätte nicht erwischen dürfen. Prost. Jamas. Jamas. So, der letzte Clip des Abends, der kommt jetzt. Ihr musstet auch den billigsten Fusel nehmen, ne? Ein wunderbarer Slow-Song zum Schluss von Özlem Kırgıngüller. Also die zerbrochenen oder die kaputten Rosen. Das soll nicht so sein. Am Tag der Aufzeichnung ist ja, liebe Marie hat es ja gerade gesagt, Internationaler Weltfrauentag. Also, ja, es gibt auch Schöneres. Deshalb haben wir auch seit 15 Jahren die Plastikrosen in unserer schönen Vase. Ach, die sind gar nicht extra meinetwegen hier. Gut. Doch, jede Woche neu. Sagen wir zumindest immer den Gästen. Halten 15 Jahre. Mhm. Nachhaltigkeit halt. Ne? Deutsche Bäder halten länger. Was war das schlimmste Bad, was du mal von ihm gesehen hast? Was ist denn schlimm? Weiß ich nicht, für deine Verhältnisse schlimm. Ich kann es nicht beurteilen. Nein, für einige Menschen sind die klassischen 70er Jahre Curry. Weißt du, was ich hässlich finde? Na? Diese Kacheln in diesen komischen Beige, braun. Bahama-Beige.
Ja. Bahama. Ja, guck mal, das ja Schlimme ist, Marie, das klingt ja noch gut. es gibt ja Badewannen in Beige, es gibt Badewannen in Grün, in Altrosa, diese in Beige Currygelb. Braun, du weißt, welche ich meine. Diese ja super hässlich. Wo dann noch so ein braunes Dekor drin ist, ein boah davonfliegender Kranich. Ja, genau sowas. Ja. Wann ist das? Von den 70ern? Oder? Ja. Ja, frühe 70er. Ich habe mal meinen alten Vermieter gefragt, ich würde das gerne verändern. Weißt du, was er zu mir gesagt hat? Überkleben sie das auch. Ja, gibt's ja so Aufkleber für Fliesen und du kannst auch überlackieren. Aber macht halt nicht jeder Vermieter mit. Meine Mutter zum Beispiel nicht. Ich merke, du hast ein sehr inniges Verhältnis zu deiner Mutter. Habe ich tatsächlich. Wir verstehen uns sehr gut. Doch. Bis auf das Bad? Nein, es hat sie gut gemacht. Aber ich hätte es halt besser gemacht. Also dich oder das Bad jetzt? Das Bad. Gut, dass wir uns darüber unterhalten haben. Liebe Freunde, bei weiteren Fragen, Impressionen, Ideen, Wünschen, was auch immer ihr möchtet, besucht gerne die Website von Marie. Das Ganze auf www.werkraum-bad.de. Und wir sind nämlich langsam am Ende unserer Sendung angelangt. Ledo, ja? Darf ich dich nochmal unterbrechen? Du hast mich so nett hier mit... Du bist ja schlimmer als ich. Ja, was denn? ...mit Tequila beschenkt und ach, was ich alles hier trinken durfte. Ich habe dir auch noch was mitgebracht. Ich habe gehört, du versteigerst so gerne Gastgeschenke und ich habe dir dein eigenes Zepter mitgebracht und es ist auch erst so, also mein eigenes fast Zepter wie neu, zwei, dreimal benutzt. Das kannst du echt noch gut irgendwie an Mann bringen. Mein eigenes Zepter ist mein Klo. Ey Leute, glaubt ihr das gerade? Darf ich vorstellen? Das Bedo-Klo. Das ist meine Krone. Ah, ich komme mir vor gerade wie die Queen. Warte mal, die Queen. Ich muss so winken. Wir können zum Abschied so winken, bitte. So, genau. Ich wink mal in die Kamera. Aber es geht ja so nicht. Muss ich ja die Linie machen. So, ja. Ich sag, schönes Wochenende. Bleibt uns weiterhin treu. Liebe Marie, schön, dass du da warst. Schönen Dank, dass ich da sein durfte. Und bis nächstes Wochenende. Tschüss. Mein Zepter. Tschüss. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Ortel Mobile. Ortel, wir sprechen deine Sprache.